Während die Mannschaft vom Stadtclub sich mit dem Abschlusstraining auf den morgigen Tag gegen Lazio Rom vorbereitet, ist uns ein bisschen Zeit geblieben, um über die wichtigen Sachen beim Stadtclub zu diskutieren. Wenn wir die Saison anschauen, dann gibt es viele Punkte, die positiv sind, die man leider immer wieder ein bisschen vergisst oder wo auch klar ist, dass man es vergisst, weil wir auch ganz dicke schwarze Flecken haben und das ist die Meisterschaft. Aber ja, wenn man es differenziert anschaut, es ist ein grosses Ziel gewesen, dass wir bis im Winter europäisch sind. Ich denke nicht nur das Ziel, sondern unglaublich wichtig für den ganzen Verein. Das wissen wir alle, das ist ein Hoffnungsgeheimnis, das hat finanzielle Gründe. Und wie die Mannschaft die Aufgabe gegen Leute gelöst hat, das verdient Respekt. Da stehe ich dazu, das ist gut gewesen. Und was Leute für eine Mannschaft ist, ich denke, das sieht man heute, wenn man das Resultat im Europacup anschaut. Ja, dort ist das Ziel erreicht. Klar, man wäre vielleicht gerne in der Champions League, von dem haben wir alle geträumt, das ist auch logisch. Und von dem soll man immer wieder träumen. Aber die Hürde Bayern ist ja wirklich halt ein bisschen hoch gewesen, denke ich. Die Nebenschauplätze, die tun an einer Mannschaft in dieser Lage nicht gut. Aber auch dort muss man eigentlich ganz klar sehen, jeder, der irgendwo ein bisschen dabei ist, weiss, dass das so läuft. Und du kannst nicht sagen, hey, ich bin jetzt Meister geworden und ich habe das und das erreicht und schreibe jetzt ein bisschen über mich und ich bin doch jetzt einfach. Und dann hast du das Gefühl, wenn es dann vielleicht mal nicht so gut läuft, dass man dann einfach ruhig sein sollte und vielleicht nicht auch Fehler aufzeigen. Weil etwas ist klar, wir müssen ja irgendwo Fehler gemacht haben, dass wir auf dieser Position stehen, weil sonst wäre das halt wirklich völlig anders. Also dort musst du dich auch anfangen hinterfragen, das ist klar. Und du darfst nicht nur ausrufen, ja, wenn jetzt du irgendwo ein bisschen angezeigt oder ein bisschen angehängt wirst. Dass nachher auch eine Trainerdiskussion gibt oder eine Staffdiskussion oder wo auch immer, das ist auch logisch, das gehört auch zum Geschäft, das wissen wir. Wichtig ist dort immer, wie man intern reagiert. Und intern, denke ich, ist wirklich gut reagiert worden. Und ich denke, da geht vor allem der Präsident, wirklich muss ich sagen, das ist enorm wichtig, dass er die Ruhe, die er ausstrahlt, dass er ruhig bleibt. Und ich denke, es wäre gut, wenn auch mehrere im Verein die Ruhe ausstrahlen könnten. Weil das ist das Wichtigste für den Moment. Nur so kommen wir daraus. Und natürlich mit gutem Resultat, das braucht es dazu, das wissen wir auch. Bei der Goalie-Diskussion muss ich einfach sagen, die können wir auch irgendwo all zusammen nachvollziehen. Man hätte es vielleicht gerne anders, das ist logisch, aber es gehört auch irgendwo dazu. Der Johnny ist, ich weiß auch nicht, glaube 8 Jahre jetzt beim FC Zürich. Er hat ein grosses Ziel, das ist Ausland, das kann man ihm nicht verwehren, das verstehe ich, finde ich auch gut so, soll jeder Spieler irgendwo haben. Es hat bei ihm nie geklappt und dass er jetzt natürlich einen gewissen Respekt davor hat, dass wenn er einen Vertrag unterschreibt, dass er dann gar nicht mehr wegkommt, das kann ich irgendwo verstehen. Nur muss er dann einfach auch verstehen, dass er mit dem ein gewisses Risiko eingeht, weil wir sind gezwungen, uns umzuschauen, weil wir können uns nicht erlauben, plötzlich ohne den Eisgoalie oder den momentanen Eisgoalie da zu stehen. Und das haben wir immer gesagt und ich denke, wir haben Verständnis für ihn, er sicher auch für uns. Das ist alles im Guten, aber das gehört auch irgendwo zum Geschäft. Und der Andrea, auch das muss man können verstehen, wenn er sagt, ich will jetzt endlich mal Stammgoalie sein, Eisgoalie sein. Ich denke, ich habe das verdient. Und er hat im letzten Sommer schon gesagt, hört, wenn ich mir das nicht bieten könnte, dann würde ich gerne umschauen. Bis jetzt ist es nicht dazu gekommen. Aber das ist ganz sicher ein Thema, das wir intern in den nächsten 2 Monaten vordringlich behandeln müssen. Wie wir da weitergehen wollen. Es macht einen Janik Brecher, macht Fortschritt. Das kann ein Thema sein. René Borkovic kommt leider überhaupt nicht zum Einsatz in Bellinzona. Wäre auch das Versprechen, aber wir müssen dort mal anschauen. Und schlussendlich klar, der Andi selber, der irgendwo in einer Pole Position steht, wo man sich er muss überlegen, gibt man ihm noch eine Chance oder nicht. Aber mit dem momentanen Resultat und mit den momentanen Baustellen, die wir haben, muss ich einfach sagen, ist das jetzt nicht gerade das Vordringlichste gewesen. Aber das ist ganz sicher etwas, wo wir uns die nächsten paar Tage, paar Wochen werden annehmen. Und der Sportchef, das kann nur am Rand des Themas sein, denke ich. Ich weiss, was ich am FC Zürich habe. Ich bin 8 Jahre am FC Zürich. Das wird bei mir immer erste Priorität sein.
Und das ist so ein Verhältnis da in dem Verein, dass du auch nie dir irgendwie nur einen Gedanken daran hättest, etwas hinterher zu machen oder etwas zu suchen. Oder. Es war einfach bis jetzt kein Thema gewesen, weil wir haben dann schon gewusst, wir sitzen mal zusammen und das wird dann schon mal kommen. Und ich glaube, passiert hätte es niemandem gross. Klar, jetzt ist es ein bisschen draussen. Jetzt wird man natürlich lieber, dass das kein Thema ist, weil das gehört nicht her und das muss nicht auch noch sein. Und darum, irgendwann werden wir dann vielleicht plötzlich Zeit haben, oder ein, zwei gute Resultate haben. Und dann wird der Chilo dann wahrscheinlich mal sagen, komm, wir hocken mal schnell zusammen, nehmen wir das Glas Wein und dann haben wir dann das auch besprochen. Wir können uns eigentlich nur selber helfen. Wir brauchen einfach Resultate. Und das ist auch klar, da wollen wir uns auch nichts vorwachen. Wir können morgen ein gutes Resultat oder wir können ein gutes Resultat in Rom machen, wir machen ein gutes Resultat in Rom, das ist happy, das ist super, das ist schön, nur der Alltag holt uns relativ schnell wieder ein, also Xamax wird sofort kommen, der Cup kommt Ende Monat, also das machst du nicht weg mit deinem Resultat, das muss dir einfach bewusst sein, das braucht Schritte dazu, das braucht kleine Schritte dazu und ich denke, für uns wir werden alles daran setzen, dass wir europäisch überwintern können. Ich habe das angetönt. Es ist ganz sicher so, St. Gallen, wir wollen im Göpp Geschichte schreiben, also muss man auch das St. Gallen können in die Schranken weisen. Und in der Meisterschaft, da brauchen wir Punkte, um einfach den Schaden einigermaßen, wenn man dem noch so sagen kann, aber einigermaßen in Grenzen halten. Und da kann es nicht eins, das macht nicht ein Spiel aus oder zwei Spiele aus, das braucht drei, vier, fünf Spiele. Und das braucht vielleicht das Glück, wie wir es auch in Thun gehabt haben. Es braucht vielleicht noch ein bisschen mehr Glück, als wir haben gegen Luzern. Aber das sind die kleinen Schritte und noch eines ist der Glaube daran, dass wir Qualitäten dazu haben und die haben wir hundertprozentig und die Ruhe, dass wir wirklich die Ruhe behalten und wir alle zusammen auf unserem Gebiet so weiterarbeiten. Bevor wir jetzt aber weiter über den Schweizer Cup und die heimische Liga diskutieren, morgen wartet ein ganz wichtiges Spiel hier auf dem Stadtclub im Stadio Olimpico, trifft man nämlich auf Lazio Rom und dort sind die Erwartungen auch ganz klar, wir nehmen drei Punkte mit heim in die Schweiz.